sitzt du auch am TV-Gerät, vor dem Laptop, vor dem Smartphone oder dem Tablet? Falls ja, dann bist du hier nämlich genau richtig. Ackermann ist wieder unterwegs und hier werde ich gleich wieder losgehen. Raufgehen, loslegen, buddeln, ihr wisst, was ich meine. Löcher ausgraben und hoffentlich ein paar schöne Funde machen, wie im letzten Video, ihr habt es gesehen. Also ich habe Bock auf einen Sonnenorgasmus und wenn ihr auch Bock auf einen Sonnenorgasmus habt, dann lasst jetzt schon den Daumen nach oben da, denn da können wir uns gemeinsam auf einen multiplen Orgasmus freuen. Also bis zum ersten Signal, Leute. Seht mal, wie tief dieses Loch ist. Kurioserweise, wirklich, man muss alles graben. Hier waren zwei Signale drin. Zum einen hier einmal ist wieder so ein Schlackestein. Seht ihr hier so mit 30 jetzt? Jetzt deutlich geringer, ja, weil ich es wahrscheinlich hochhalte wegen den Stoppeln. Und hier der andere Fund recht tief, zeigt mir aber noch einen Leitwert an. Also ich habe hier gebuddelt wie ein Bekloppter. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt den Pinpointer umgestellt habe. Ich habe die Vibration so ein bisschen rausgenommen, beziehungsweise ohne Vibration. Ihr seht ja, wie tief das ist. Da ist was. Ah, schaut mal. Aber das sieht er noch nicht von da, ne? Aber coolen Knopf. Aber was für einer. Moment. Oh, über mir fliegt gerade ein Flugzeug. Oh, ich glaube, das ist ein Armeeknopf, oder? Der Adler? Ja, mega, Mensch. Das ist natürlich ein geiles Feld hier. Also ganz im Ernst. Öse ist auch noch dran. Der ist vollständig. Der ist vollständig. Also wow. Da freue ich mich natürlich auch wieder sehr drüber. Schöner Knopf ist das. Wahrscheinlich auch noch wirklich echt gut im Zustand. Bisher die Funde, die Münzen, die hier lagen, ging vom Zustand. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Feld, das ständig irgendwie grundlos gedüngt oder was auch immer wurde. Ja geil, freue ich mich, wenn der sauber ist. Und hier ist ein Top-Sound mit 80. Ich flippe aus. Ich musste hier vorhin schon mal so zur Seite machen, weil dann habe ich sie immer ein bisschen klarer, die Signale. Das ist einfach echt nicht normal, wie ich mich da immer drüber freue. Wenn so ein schönes Signal reinkommt, einfach Leute, ich flippe aus. Oh komm. Und ihr seht es wieder mit einer Hand. Deswegen müsst ihr mir verzeihen, wenn ich nicht immer alles live filme. Oh. Noch drinnen. Oh, ein Käfer. Ich wette, man hört gar nichts. Dieser Wind. Ist Pinpointer an oder aus? Ist aus. Moment genießen. Was ist da los? Ist noch ein bisschen tief? Oh, Leute. Was ist es? Ich weiß nicht, ey. Sag mal, bin ich zu blöde? Spaten nochmal her hier. Ackermann, komm her hier. Spatenmann. So, jetzt wird es bestimmt draußen sein. Oder? Ja. Münze, Leute. Nicht irgendeine. Es ist Silber. Es ist eine silberne. Bei stürmischen Voraussetzungen. Ich freue mich einen Arsch ab. 12 Eintaler. Guck mal, wie man das erkennen kann. Richtig gut. Hinten die Rückseite. Boah. Voll gut. Richtig geil, ehrlich. Was? Mit dem Orks geht es in letzter Zeit richtig ab, was Silber angeht. Unbelievable gerade. Freue ich mich. Ihr glaubt es nicht, aber mich lost der Affe, du ehrlich. Ein Signal nach dem anderen hier. Das ist unglaublich auf diesem Feld. Es ist wirklich, das haut mich um hier, ehrlich. Selbst mein Kollege sagt schon das nicht normal. Der hat übrigens einen richtig geilen Anstecker eben gerade gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg. 63er Signal, sogar mit Nadel, aber aus Zinken, Abzeichen. Richtig Hammer. Was haben wir hier schon wieder? Alter, nee, was ist denn das? Ey, guck mal bitte. Also wenn das eine Münze ist, ja? Schaut euch das mal an von der Seite. Wie klein ist das Teil denn? Ey, was ist denn das?
ein. Ah, der hat Orks aber gut reingekriegt. Guckt euch das doch hier mal an. Der saugt ja alles auf hier, wirklich. Das ist ein Münzsauger. Geile Scheiße, ich habe keine Ahnung. Jet? Ich weiß es nicht. Steht da Jet drauf? Ein Jet oder was? Gut, das wird sicherlich eine Kupfermünze sein, aber das tippe ich mal drauf, dass das ein ganz altes Stück ist. Also ich habe keinen blassen Schimmer, aber es ist ein hammergeiler Fund. Dünn wie nichts Gutes, die Münze. Aber sensationell. Wow. So, was sagen wir dazu? Zwei Bauern im Einsatz hier für mich, damit das Feld schön umgepflügt wird. The next Silberacker am Start auf jeden Fall. Ja, ich bin rallig. Das Luder hier auch. Das klingt doch wirklich richtig hammergeil, oder nicht? Guck mal. Ein straighten 88er Leitwert haben wir schon ausgebuddelt hier. Vorhin schon eine Münze eingesackt, aber keine besondere. Die habe ich jetzt nicht. Nicht, dass ich jetzt so anspruchsvoll wäre, aber die habe ich noch nicht ausgegraben. Beziehungsweise nicht gefilmt, sorry. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das bitte schön für ein Hammerfeld, Leute? Ich sehe es. Ich kann sehen, da oben drauf. Mega geil. Ey, Münzgewicht. 100%ig. Richtig schwer, das Teil. Richtig schwer. Und grandios erhalten. Ey, ich raste aus. Ihr habt das letzte Video gesehen. Ihr wisst, was hier für Wunder gekommen sind. Und jetzt das hier, ey. Ey, kommt. Bitte, wie geil ist denn das? Ich bin gerade baff, sprachlos. Ich mach weiter. Also ich sag mal so, Leute, ich kriege hier zu viel, wirklich. Ich kriege hier zu viel. Alle zwei Meter ist ein Signal und kannst du buddeln. Das ist unglaublich. Klar, hier. Hier. Da habe ich schon wieder eins, kann ich mir gleich vormerken. Mein Augenmerk liegt jetzt hier, hört ihr das? Top Sound. Aber einen ganz klassischen 93er, aber sowas von am feinsten. Oder vom feinsten, Leute. Es ist auch da draußen. Ich weiß nicht, was es ist, aber Top Sound. Und ich hoffentlich Top Fund. Und das da drüben, muss ich mir auch gleich merken. Also. Oh, ich ahne, da ist irgendwie was Größeres. Ich ahne schon, wenn ich es mit einem Pinpointer. Leute. Es ist doch, ihr wisst, irre, wa? Geil, ey. Guckt euch das mal an, ey. Komm, wir lassen uns... Wow, guckt euch diesen Oschi an. Was ist das denn bitte schön für eine Schnalle? Alter. Nee. Also so ein... Das ist die größte Schnalle, die ich bis jetzt hier gefunden habe. Ohne Worte. Die sieht aber auch richtig geil aus. Geil wäre, wenn sie aus Arsen Bronze wäre, ne? Aber hey, selbst das ist ein so ein feines Stück. Und ist ja kein Wunder, dass die mit so einem Sound reinkommt, ne? Großer Fund. Ja, eine Legierung, wo der Detektor sowas von drauf anspringt und dementsprechend diesen geilen Sound. Ja, ich gehe jetzt mal zum nächsten Signal rüber. Dieser Fund kam jetzt nicht mit einem besonders spektakulären Leitwert rein. Aber anhand des Helmes habe ich mir schon gleich gedacht. Und diese Bewegung, dass das ein Soldat sein muss, der gerade mit seinem Gewehr am Zielen ist. Vermutlich hier was abgetrennt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einer, der sich auf die Lauer gelegt hat, aber... Also ich weiß nicht, krankes Feld. Also unnormal. Ich meine, ich habe ja schon viele Löcher ausgestopft in meinem Leben, ne? Ausgegraben und gestopft. So. Aber das Feld hier, ich glaube, da muss ich ein Sabbatical einlegen auf der Arbeit. 3 Monate, um das gründlich abzusuchen. Naja, oder 2. Krank. Es gibt unterschiedliche Signale. Wenn du so eins hast, mit gutem Ton, ist das schon ein Unterschied. Wie wenn du 64, 67 hast mit einem ganz anderen Ton. Was habe ich da gehabt? Ganz viele Abziehlaschen mit um die 60. Ich versuche mir das ja auch irgendwie so einzuprägen, wie hören sich die unterschiedlichen Materialien an von Ton und so weiter, damit man da ja auch mal das Gefühl allmählich für kriegt. Draußen ist es.
Ah, wenn das so im Boden liegt, dann kann ich es mir schon denken, ist das was ausgezeichnet ist, was vorzüglich ist. Wow. Also, hier liegen ja Sachen rum, hier liegen Münzen rum, das gibt's auch gar nicht. Was ist das denn schon wieder für ein geiles altes Stück? Wow, so eine dünne Münze. Definitiv aus Kupfer. Nee, doch, es geht hier. Gott sei Dank an einer weichen Stelle lag diese im Boden. Und auch wieder wirklich Wahnsinn. Wieder so eine alte Münze hier gefunden. Unglaublich, einfach nur. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich realisiere das schon, aber. Jetzt ist der Wert wieder. Die Werte verändern sich aber auch so dermaßen hier beim OLX. Das ist unglaublich. Mal kommen sie mit 90 rein. Inzwischen 60, 70. Ich habe den Pinpointer auch noch so eingestellt. Ich glaube auf ganz geringe Stufe. Dass er kaum Batterieverbrauch hat. Dementsprechend schwieriger fällt mir das hier auch beim Orten. Ich werde wohl da noch in der Seite stecken. Aber mal gucken. Jo, wissen Sie seid, sag ich doch, weiter da. Manchmal gelingt es gleich auf Anhieb, manchmal nicht. Immer ein bisschen mehr raus hier, wenn sie in der Ecke sich der Fund verbirgt. Gucken, ob jetzt schon was ist. Jetzt ist eindeutig 75, 76 und in diesem Haufen da drin. Gut, gut, gut. Ne? Es macht schon immer Spaß, das Sondel, ne? Das ist schon so ein richtig geiles Hobby. Vor allen Dingen, das Beste daran ist ja, dass es wahnsinnig beruhigt, ne? Auch wenn du dann hier Schrottfund hast, beruhigt es trotzdem. Ein schönes Signal, also hier steckt es drin. Beziehungsweise, ich glaube, steckte. Kommt echt sauber rein, oder? Also richtig schön sauber. Da bin ich ja gleich immer alarmiert, Leute. Wisst ihr ja, die Alarmglocken, ne? Ja, und ich weiß. Entschuldigt immer mein großes Mundwerk und so weiter. Aber was soll ich machen? Sondeln ist bei mir halt mit Emotionen. Und ich bin, wie ich bin. Was ist denn das? Was ist das jetzt? Oh. Ich sage immer oh, ne? Ey, geil. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Das ist ja der Hammer, ehrlich. Das ist doch eine Raute. Eine Raute, ja. Ich weiß nicht, ich kann es nicht bestimmen. Was steht denn da drauf? Auf jeden Fall M1 34 oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mein allererster Fund dieser Art und ich feiere das gerade richtig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Top. Ich hoffe, vom Zustand her ist das noch einigermaßen gut. Wobei, einfach nur, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ehrlich. Über so einen klitzekleinen Fund, ja, aus vergangenen Tagen, aus dem Zweiten Weltkrieg, freue ich mich gerade mega. Wow. Ja, was soll ich sagen? Ich habe hier wirklich ein knackiges Signal am Start gehabt. Recht tief. Also es lag. Das Signal muss da an der Ecke gewesen sein. Ziemlich tief das Loch. Und hier habe ich jetzt schon im Aushub. 85. Hört euch diesen Ton an. Könnte eventuell was Schönes sein. Also dieser Acker ist ja wirklich, wie gesagt, voller Überraschungen. Auch wenn man schon recht viel hier gefunden hat, wie ihr gesehen habt. Im Video zuvor. Dennoch denke ich, die Signale bleiben nie aus. Und es geht eigentlich im Prinzip immer ein bisschen was, ne? Man muss halt nur richtig gucken und suchen und hoffen, dass man auch die richtigen Stellen erwischt. Hier raschelt's. Ich bin richtig gespannt, ob es eine Münze ist oder. Du bist jetzt mal eben ganz kurz ruhig. Ich glaube, ich kann was sehen. Oh ja. Das ist nicht normal. Also, das ist wirklich nicht normal.
Was kommt denn da schon wieder zum Vorschein? Sollen wir es rausholen? Oh, ich habe gerade schon total gewackelt, weil ich mich gerade schon wieder so freue. Ehrlich, Leute. Boah, das ist doch schon wieder eine schöne große Münze, ehrlich. Wow, schönes Teil. Richtig schön. Wartet mal kurz. Den Sand mal kurz runterpusten. Ist das vielleicht eine... Boah, guck mal hinten, die Rückseite. Sehen wir was? Moment mal ganz kurz. Ach, so, so ist besser. Bin ich extra mal aufgestanden für euch hier. Pferd auf der Rückseite. Oh, ich habe das Gefühl, ich wackel voll. Was ist denn los? Ich kann meine Hand gerade gar nicht stillhalten. Ist das vielleicht eine silberne? Also gerade bin ich ein bisschen auf dem Schlauch. Was haben wir da stehen? Moment mal ganz kurz. Oha. Ich weiß nicht. Leute, könnte durchaus Silber sein. Könnte wirklich durchaus eine silberne sein. Boah. Also krass, ey. Das ist ja wohl nicht mehr normal. Ich drehe schon wieder durch. Was kann ich denn da sehen? Vier? Einen? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Taler. Das ist eine silberne. Ich raste aus. Das ist Silber, Leute. Da schimmert schon wieder Silber durch. Geil. Ich freue mich wirklich auf total zittriges Händchen. Aber das Feld ist doch der Kracher, oder was, ey? Das ist doch nicht mehr normal, ehrlich. Ich bin hier vorhin gerade wieder rauf. Ich sage, ich hatte jetzt nicht die größten Erwartungen, weil wir echt schon viel gefunden haben. Aber guck mal hier oben. Der Rand. Das ist Silber. Das ist eine schöne silberne, ey. Wow, ich freue mich wieder total. Und das bleibt schön bei 86, 87 stehen. Und hier in einem dieser kleinen Erdhaufen wird davon drin sein. Ist doch herrlich, oder nicht? Das ist jetzt aber auch definitiv der letzte, dann ist das Video vorbei hier, Leute. Oh, ich sehe schon was rausschimmern. Guckt es euch an. Hier, seht ihr das? Die 1 für was steht sie? Und das ist ein Bombenzustand, wirklich. Ein guter Pfennig. 1815. Ja, wenn die nicht schön erhalten ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist doch wirklich vorzüglich. Auch die Rückseite wunderbar noch zu erkennen. Mit dem Wappen, was drauf ist. Ach, ist das ein schöner Münzfund. Da freut man sich doch wirklich. Echt super. Wird es drinnen sein, das Signal? Ist ein schönes 87er Signal mit dem Ochs. Oh, aber ich krieg das schon wieder nicht richtig rein hier. Oh! Da ist schon was rausgesprungen. Hier. Da ist doch schon was rausgesprungen. Kein Pinpointer nötig. Aber trotzdem nochmal gucken. Vielleicht ist da ja auch noch was anderes drin. Ah. Mensch, schon wieder so ein Knopf. Wie im ersten Teil. Hoch hier. Komm, Ackermann. Spreiz mal die Haxen hier. Wir sehen schon wieder nichts. Doch. Jawohl. Der zweite dieser Art. Und der ist besser erhalten als der erste. Ich freue mich. Ich glaube, das ist wieder so ein preußischer Armeeknopf. Vielleicht für die Schulterknappen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wieder mal ein geiler letzter Fund für dieses Video. Wir sind doch noch nicht am Ende angelangt, denn ich habe jetzt hier noch einen kleinen Fund gemacht. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was es ist. Es ist relativ schwer, scheinbar ja auch unvollständig, da an den Ecken abgebrochen. Ein Logo ist drin zu erkennen und ich kann auf jeden Fall sehen, das wird wahrscheinlich irgendein Name sein, auf jeden Fall ist da London. Harriet & Co. oder so, vielleicht. Harry? Ach, was erzähle ich da? Perry? Harry? Aber Perry, ich glaube, Perry & Co. London. Also wenn ihr da irgendwie eine Vermutung habt oder so, mir einen Tipp geben könntet, wäre ich auf jeden Fall recht dankbar. Denn das würde mich schon mal interessieren, was sowas hier verloren hat. Ne?
abschließend, ich möchte einfach nur sagen, vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr immer so fleißig guckt, kommentiert und so weiter. Das ja, und bringt mir immer wieder Motivation, rauszugehen, um weitere Videos zu machen. Ich meine, ich muss das ja nicht machen hier. Ich kann das auch einfach für mich machen, ohne zu filmen. Aber ich mache es für euch auch da draußen. Für all diejenigen, die auch manchmal gehandicapt sind beim Sondeln. Irgendwelche Probleme, die nicht so oft rauskommen. Oder die einfach nicht genug davon bekommen können. Und dafür mache ich das auch immer halt sehr gerne, ne? Und was ist das? Ich mache nicht nochmal den Fehler. Leute, echt nicht, nicht nochmal. Im ersten Moment denkt man wirklich, das ist jetzt irgendwie ein Stück Blech oder sowas, ne? Aber ich glaube, das könnte tatsächlich, so wie bei der vorletzten Runde, ich glaube, ein Koppelschloss sein. Ich glaube es tatsächlich. Also bitte klärt mich auf nochmal, falls ich jetzt komplett daneben liegen sollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, denn das sieht genau so aus wie der letzte Fund. Ist natürlich auch verbogen, aber das ist doch eins, Leute. Da könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt oder nicht. Richtig gut. Ich meine, man kann sich das nicht aussuchen vom Zustand, ja? Und die Auflage, die ist natürlich auch nicht da. Aber was soll das? Ist doch vollkommen egal. Das ist trotzdem in Ehren. Und überhaupt frage ich mich ja sowieso immer, beziehungsweise wenn ich hier auf so einem Feld bin, da versuche ich manchmal diese Rekonstruktion im Kopf. Also ich frage mich dann, okay, wie sind die Sachen verloren gegangen? Hat ein Kampf stattgefunden etc. verloren gegangen? Vielleicht das ein oder andere auch irgendwie nicht alles in einer schlechten Situation passiert, sondern, ne, ihr wisst, wie ich meine. Kann ja auch ein guter Moment gewesen sein, vielleicht teilweise auch mal. Und das versuche ich mir auch immer bildlich vorzustellen. Und das ist für mich einfach, ja, der Reiz und auch die Birne freizukriegen beim Sondeln. Schöner Fund, der letzte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt dran, Leute. Ackermann ist bald wieder am Start. Thank you.